Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Landwirtschaftsminister ist ein Teilzeitjob, jedenfalls unter der CSU. Das habe nicht ich gesagt, das ist ein Zitat von Horst Seehofer, von jemandem, der es wissen muss. Er hat das vor ein paar Wochen im Beisein von Ihnen, Herrn Schmidt, bei der CSU-Klausur gesagt. Jetzt weiß ich persönlich nicht, wie viel Zeit wie Sie für Ihre Arbeit aufbringen, Herr Schmidt. Ich kann nur nach 3 Jahren sagen, es ist ja auch Zeit, hier Bilanz zu ziehen. Ich kann nur sagen, groß aufgefallen sind Sie im Amt jedenfalls nicht. Und angesichts der großen Herausforderung, vor der die Landwirtschaft steht, war das deutlich zu wenig in den 3 Jahren. Und 3 Jahre Landwirtschaftspolitik unter Ihnen, Herr Schmidt, die Bilanz ist leider verheerend. Wir sehen eine starke Exportorientierung der Landwirtschaft, das zerstört regionale Märkte, bäuerliche Märkte weltweit. Das führt auch dazu, dass wir eine große Konzentration in der Landwirtschaft hier haben, besonders in der Tierhaltung, wo es schlimme Bedingungen für Tiere in der Massentierhaltung gibt. Wir sehen, dass immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher das Vertrauen verlieren. Wir sehen, dass die Natur leidet. Wir sehen, dass die Milchpreise im Keller sind. Und wir sehen, dass das Höfesterben ungebremst weitergeht. Jeden Tag schließen im Durchschnitt 10 Höfe. 10 Höfe schließen jeden Tag ihre Pforten im Durchschnitt in Deutschland. Diese Landwirtschaftspolitik der CSU, die produziert extrem viele Verlierer. Das waren 3 verlorene Jahre für die Landwirtschaft in Deutschland. Und Herr Schmidt, Sie haben am Anfang Ihrer Amtszeit gesagt, am Ende meiner Amtszeit müsse es den Tieren besser gehen als jetzt. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und wir konnten das auch im Sommer, auch sehen in verschiedenen Medien. Wenn Sie sich den Panoramabericht angesehen haben, haben Sie gesehen, wie zum Teil Zustände in deutschen Großstädten aussehen. Übelste Tierquälerei, Tiere mit klaffenden Wunden, tote Tiere, die in Gängen liegen, die nicht entfernt wurden, Ferkel, die erschlagen wurden, schwer verletzte Tiere in diesen Ställen. Und Professor Matthias Gauli, der Mitglied Ihres eigenen wissenschaftlichen Agrarbeirats ist im Bundeslandwirtschaftsministerium, der Professor Matthias Gauli hat zu diesen Bildern vom Panorama gesagt, ich zitiere, zusammengefasst stellt also die schlechteste Form der Schweinehaltung dar, die man sich vorstellen kann, mit einem hohen Potenzial an Tierleid und katastrophalen hygienischen Bedingungen, sagt Professor Gauli aus Ihrem agrarwissenschaftlichen Beirat. Und ich sage, er hat recht, diese Form der Tierhaltung ist inakzeptabel. Und jetzt sagt ja die Union immer sehr gerne, das wären einzelne schwarze Schafe, bei denen das passiert. In diesem Fall waren es, was Panorama berichtet hat, was der Spiegel berichtet hat, das waren führende Funktionäre der Agrarindustrie, das waren führende Funktionäre des Bauernverbandes, das waren auch führende Landwirtschaftspolitiker von der CDU aus dem Deutschen Bundestag. Und wenn man sich die Spitzen der deutschen Agrarindustrie, die Spitzen der Massentierhaltungsindustrie anguckt, da sind das keine schwarzen Schafe. Das zeigt, dass dieses System, dass das System hat, die Tierquälerei in der Landwirtschaft. Und ich sage, dieses System, das ist kaputt, das muss endlich beendet werden. Ja, ich merke es schon, getroffene Hunde bellen. Es ist so. Ich finde, für diese Form der Landwirtschaft muss man sich eigentlich schämen, die sollte man nicht verteidigen als Union. Und Herr Minister Schmidt, was war Ihre Maßnahme stattdessen für den Tierschutz in der Landwirtschaft? Sie haben gesagt, Sie wollen ein freiwilliges staatliches Tierwohl-Label schaffen. Davon ist immer noch nichts passiert. Wie das passieren soll, wann das passieren soll, ist alles nicht klar. Das wird nachher nicht mehr sein als Symbolpolitik. Und ich sage Ihnen, Freiwilligkeit, das wird alleine nicht reichen. Wir brauchen klare, verbindliche Regeln. Wir brauchen eine grundlegende Wende in der Tierhaltung. Also eine deutliche Überarbeitung des Tierschutzgesetzes, verbindliche statt freiwillige Tierhaltungskennzeichnung, keine Wohlfühlkampagne. Wir brauchen endlich harte, ordentliche Regeln beim Tierschutz. Und Herr Schmidt, während Sie bei vielen großen Herausforderungen, vielen wichtigen Themen nahezu unsichtbar waren, waren Sie bei einem wichtigen Thema in der Vergangenheit sehr aktiv in den letzten Wochen. Sie haben skrupellos den Klimaschutzplan von Frau Hendricks zusammengestrichen. Und das in der unheiligen Allianz mit Herrn Dobrindt, mit Herrn Gabriel und mit Herrn Schäuble. Wenn man sich anguckt, was haben Sie rausgestrichen? Ich zitiere, Kritik an den viel zu geringen Maßnahmen zur Emissionsminderung haben Sie gestrichen. Reduzierung der Überschüsse bis 2030 auf 50 Kilogramm
Stickstoff pro Hektar haben Sie gestrichen. Stopp des fortwährenden Flächenverbrauchs haben Sie gestrichen. Übergang zur Flächenkreislaufwirtschaft bis 2050 haben Sie gestrichen. Alles Konkrete, alles mit Biss, alle Maßnahmen haben Sie rausgestrichen. Die Frage ist doch, wie soll dann Klimaschutz in der Landwirtschaft eigentlich funktionieren, wenn Sie alles Konkrete rausschreiben? So geht kein Klimaschutz, das Versagen Ihrer Politik in der Landwirtschaft. Und es könnte ja auch anders gehen. Unsere grünen Landwirtschaftsminister in den Ländern, zum Beispiel Christian Meyer in Niedersachsen, zeigen, wie es anders geht, wie man eine Agrarwende mit den Bäuerinnen und Bauern vor Ort umsetzen kann. Ja, das schmerzt Sie, ich weiß, aber Niedersachsen und andere Länder zeigen, wie es eben gehen kann. Wir sind stolz auf unsere Landwirtschaftsminister in den Ländern. Und wir haben auch gezeigt in den Haushaltsberatungen, wie es anders gehen kann, wie man eben die GAK um 250 Millionen Euro erhöhen kann von Umbauplan für die bäuerlich-ökologische Landwirtschaft, wie man die Tierhaltung umbauen kann, wie man die ländlichen Räume stärken kann durch eine Gemeinschaftsaufgabe, ländliche Entwicklung. So muss man Landwirtschaftspolitik machen im Haushalt. Wir müssen bäuerliche Betriebe und ländliche Räume stärken. Und Sie sehen, es geht eben anders. Es geht anders in den Ländern, es geht anders im Haushalt. Wir müssen endlich aussteigen aus der Agrarindustrie, aus der Massentierhaltung. Wir müssen Politik machen für Bäuerinnen und Bauern. Wir müssen Politik machen für Verbraucherinnen und Verbraucher, für unsere Umwelt, für die Tiere. Wir brauchen endlich eine Agrarwende in Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Sven-Christian Kindler. Schade, jetzt sind Sie schon weg, die Jungen, weil jetzt geht mal richtig was ab. Das ist lebendiges Parlament. Dazu wird sicher auch der nächste Redner beitragen. Ich gebe